Hallo, hallo, hallo. Tag, ihr süßen Häschen. Ich habe meine Mikrofone neu eingerichtet. Ich habe einen Podcast-Kanal. Man kann ja jetzt bei YouTube eingeben, youtube.com/@löbi redet mit OE. Dann könnt ihr meinen Podcast-Kanal abonnieren. Oder /@löbi arbeitet, auch mit OE. Dann könnt ihr den ATS, ETS und LS22-Kanal abonnieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Für die habe ich die Mikrofone neu eingerichtet. Also, ey, Quatsch, für den habe ich das Mikrofon neu eingerichtet. Und dann habe ich mir die Videos hier angeguckt und dachte so, da muss ich nochmal ran. Also der Sound von dem Mikrofon hier ist unschlagbar, aber mit Equalizer ist der noch ein bisschen unschlagbar. Ein bisschen Kompressor und so weiter und so fort. Und deswegen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, muss ich natürlich jetzt ein Video aufnehmen, um das Ganze zu testen. Und dementsprechend fahren wir heute mal den Workshop-Inhalt Porsche 917K in der Sebring Edition auf Sebring. Los geht's. Herr Löblich, hör mir den Blödsinn auf. Ja, und damit hallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine sehr verehrten Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Runde Herr Löblich am Steuer. Heute wieder mit dem großartigen, hoffe, die Musik ist nicht zu laut, R-Faktor 2, was tatsächlich im Moment ganz gut läuft und da bin ich auch ziemlich zufrieden mit. Und wir fahren heute den großartigen Porsche 917K in der Sebring Edition auf Sebring. Ich bin sehr gespannt. Wir fahren jetzt erstmal ein Training. Wenn ich jetzt das Gefühl haben sollte, ne, das läuft mit die Strecke, das kannst du machen, dann werden wir selbstverständlich ein kleines Rennen fahren. Aber wir fahren jetzt erstmal die ganz normale Trainingsrunde und wir fangen im Dunkeln an und haben 20-fache Zeitbeschleunigung. Ich halte an dieser Stelle wie immer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meinen großartigen Schwanz ins Bild und sage: liken, kommentieren, abonnieren und wer Bock hat, von mir per Fax benachrichtigt zu werden bei neuen Videos und/oder Livestreams, möge mir bitte die Glocke drücken, also die unterm Video. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr Kanalmitglied werden. Da gibt es verschiedene Stufen mit verschiedenen Vorteilen. Oder ihr benutzt den Spendenlink unterm Video oder kauft was im Shop. Mir würde es aber schon reichen, wenn ihr einfach Teil der Community werdet, diesen Kanal hier abonniert, die Videos liked, regelmäßig euch die Videos anguckt, kommt von mir aus gerne auf den Discord. Alle Links dazu findet ihr unter dem Video. Und Schwanz aus dem Bild. Und jetzt Achtung, nicht erschrecken, die Autos sind schon losgefahren. Ich starte jetzt die Session erstmal neu. Ah, ne, kann ich ja gleich machen. Kann ja erstmal hier Restart Weekend machen. Und jetzt können wir hierhin umschalten. Ah, wir hören immer noch Sound. Jetzt hat er das Weekend gerestartet. Und wir gehen nicht mehr auf Watch und wir sehen, es ist dunkel. Dunkel war es im dunklen Keller drin. Was hätte er gesagt? Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Okay. Wie klingt. Alter. Wie klingt das eigentlich von draußen? Hier kann man. Ich kann doch hier irgendwie. Konnte ich doch. Konnte hier irgendwie. Irgendwas war doch hier Kamera umschalten. Also, ich habe hier übrigens ein neues HUD. Ich weiß schon wieder nicht, wie man hier das HUD umschalten kann. Ah! So, eigentlich sollte der da oben einen Spiegel haben, habe ich gedacht. Ja, wie gesagt, habe mir ein neues HUD runtergeladen und okay, Freunde, ich habe einfach keine Ahnung. Wir lassen das HUD mal aus. Dafür machen wir hier den Rückspiegel an. Und dann würde ich einfach sagen, starten wir nochmal die Session neu, weil wir wollen ja hier so ein bisschen in den Sonnenaufgang reinfahren. Wir fahren übrigens natürlich mit Handschaltung.
Das ist ja klar, nicht wahr? So. Okay, okay. Oh. Okay, ich würde einfach sagen, wir fangen nochmal an. Okay, die Mod hatte eigentlich sehr gute Bewertungen. Sound ist jetzt erstmal so, ja, ist okay. Ach, hier müssen wir raus, okay. Das hätte man mir sagen können. Okay, Freunde, Alter, das Force Feedback kann ich euch jetzt... okay. Nee, was geht denn mit dem Kombi? Okay, heftiger Scheiß. Also... Es ist unglaublich... Wie krass man bei R-Faktor 2 das Gewicht der Fahrzeuge merkt. Also ich fange jetzt hier erstmal doch relativ vorsichtig an. Ey, du merkst, dass die Karre einfach nichts wiegt, aber 8000 PS hat. Komm, fahren wir vorbei, Digga. Komm, fahr ich vorbei, Digga. Der Papa muss hier erstmal üben. Ey, wirklich. Wirklich, das ist ja dermaßen brutal krass. Du siehst es am Auto. Du fühlst es im Lenkrad. Also das Lenkrad macht schon ordentlich was. Du merkst halt, hier ist kein ABS drin, nischt. Und du musst langsam schalten. Also der hat eine sehr, sehr krasse Schaltverzögerung. Alter, der schwimmt. Der braucht auf jeden Fall Zwischengas und dann musst du beim Schalten musst du wirklich... Oh, heftig. Du musst wirklich langsam schalten. So wie gesagt, ihr kennt mich, ich habe nie Ahnung vom Streckenverlauf. Nichts passiert, ist alles in Ordnung. Es war ein ganz, wirklich leichter Lackschaden. Innenraumoptik, ja, geht. Ich finde, die Fahrphysik ist super krass. Ich hab noch nie, also ich bin ja schon mal irgendwo, glaube ich, einen Porsche 917 gefahren. Aber noch nie einen, der sich so... Ich habe natürlich keine Ahnung, wie sich das Auto anfühlt, ne? Muss ich dazu sagen. Woher auch. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der sich so angefühlt hat beim Fahren. Wir lassen die Jungs einfach durch hier. Ah, da. Au! Heftiger Scheiß. Wie der einlenkt, wie der... Also, das ist wirklich krass, ich kann es nicht... Der wiegt halt nichts. Und das merkst du auch an den Bremsen, die blockieren halt super schnell die Vorderräder. Und ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das so schlau war, die Bremsbalance. Ich mach mal hinten ein bisschen weniger. Oh. Ich mach mal hinten so auf 45. Ja, ist angenehmer.
krasse Scheiße. Ich sehe schon wieder die ganzen Profis von euch abschalten, weil der hat doch überhaupt keine Ahnung. Nee, habe ich auch nicht. Aber ich hab Spaß. Ja, ist angenehmer auf der Bremse. Wie die fahren, Alter. Ey, wie der lenkt, der Hobel. Der lenkt einfach. Der fährt einfach eine Kurve. Geil. Ich habe im Workshop einfach geguckt nach den beliebtesten Mods. Und hab mir mal so 2-3 Autos besorgt, die jetzt nicht unbedingt Formel 1 Autos sind. Also offensichtlich ist bei R-Faktor 2 die Formel 1 sehr beliebt. Oder, sag mal, Open Wheeler. Das ist ja nur so gar nicht meins. Geil, krass, wie der sieht. Wow. Ist das heftig? Ey, Freunde, so sieht das aus, wenn man noch nie dieses Auto gefahren ist, wenn man R-Faktor 2 fährt. Und wenn man keine Ahnung vom Streckenverlauf hat. Hey, ich muss den langsamer schalten. Ich darf den nicht schalten wie ein... modernes Auto. Oh, hier bin ich aber ein bisschen schneller rumgekommen als ihr, Jungs. Die Gegner in R-Faktor 2 machen so krass realistische Fehler. Oh, da hätte ich die KI, ich glaube, die steht immer noch auf 75. Also die KI hätte ich hier bei den Jungs ruhig ein bisschen höher stellen können. Die KI unterscheidet sich halt in R-Faktor 2 sehr stark. Vor allem auch, wenn du Workshop-Fahrzeuge hast. Ich habe halt einfach sehr wenig Original-Content, weil ich einfach kein Geld habe. Haut mir bitte gerne in die Kommentare, wenn ihr Tipps für Workshop-Inhalte habt oder generell auch für irgendwelche Mods, die man sich runterladen kann. Bin ich immer sehr dankbar, weil ich kann nicht beurteilen, was gut ist und was nicht gut ist. Das hier macht enormen Spaß. Kann natürlich sein, dass jeder, der irgendwie schon mal einen 917 gefahren ist, sagt, Alter, Digga, das ist der größte Scheiß. Aber ich bin ja schon mal ein Auto gefahren und ich bin auch schon verschiedene Autos gefahren. Und das fühlt sich sehr so an, wie ich mir vorstellen würde, dass sich das anfühlt. Der lässt sich unglaublich gut auf der Strecke platzieren. Also der fährt genau dahin, wo du hin willst. Bremsen sind halt eine richtige Kacksau, weil der natürlich sofort blockiert.
aber da kann man schön die Motorbremse nutzen. Kommen gefühlt schneller aus der Hüfte. Den gibt es halt auch noch im anderen Schaltmodus. Du kannst den relativ geil am Anfang konfigurieren. Es gibt den in verschiedenen Ausführungen, auch noch in Daytona-Ausführungen und wie sie nicht alle heißen. Du kannst hier moderne Spiegel anbauen, du kannst hier das Getriebe auswählen, entweder so, dass du mit zwei Pedalen fährst, sequenziell mit Throttle Lift, also dass du sozusagen beim Schalten, beim Hochschalten einen Fuß vom Gas nimmst, dass das Auto weiß, klar. Aber ich hab mir, und dann gibt es eben die Pro-Variante hier. Direkt mit 6 Gang H-Schaltung oder ich weiß nicht wie viele Gänge, es sind wahrscheinlich keine 6. Nee, der hat keinen 6. Krass. Hier in der Kurve haben sie so ihre Problemchen. Ey, und Sebring ist ja so eine brutale Strecke. Interessant, hier in den weiten Kurven haben die Probleme tatsächlich. Auf der Bremse. Auf der Bremse am Gegner vorbei. Alter, wie brutal der ins Force Feedback geht, wenn du auf dieser rauen Oberfläche hier bremst. Du merkst hier alles. Direct Drive, Fanatec Podium mit den empfohlenen Fanatec Einstellungen, also direkt im Fanatec Treiber im Fanalabs. Direkt im Fanalabs einfach die R-Faktor 2 Einstellungen laden. Findet ihr auch im Internet, wenn ihr einfach sucht, empfohlene Fanatec Einstellungen R-Faktor 2, dann könnt ihr das doch mit der Hand einstellen. Aber ihr müsst es ja nicht mit der Hand machen. Ihr könnt ja direkt auch... Ne, ist ja egal. Wie brutal, wie... So, wo ist hier eigentlich die Anzeige, wann die Kurve kommt? Das ist krass, Freunde. Das ist krass.
Trailbreaking. Das ist, wenn man beim Wandern kotzen muss, dann nennt man eine Trailbreaking. Da habe ich ein bisschen sehr weit innen angefahren, da hätte ich weiter links außen ruhig anfahren können. Alter Freunde! Ja, hier in der Kurve ich den Bogen noch nicht so richtig raus, die muss ich anders fahren. Was heißt denn jetzt das gelbe Licht? Hütchen, Hütchen. Wir müssen hier auf Sebring müssen wir das Hütchenspiel machen. Einfach von Hütchen zu Hütchen fahren. Da hab ich zu spät gebremst. Hack mitgekriegt. Oh, wie der nischt. Alter, der wiegt nix. Ah, ich glaube, ist gelbe Flagge heißt es. Finde ich ja sehr interessant. Das sind auch. Ui, entschuldige bitte. Finde ich ja sehr interessant, dass die auch im Cockpit leuchtet. Cockpit übrigens sehr bekannter Pornodarsteller aus den 80er Jahren. Aus Holland. Oh, was für ein Scheiß. Langsam, so weit sind wir jetzt gefahren, 25 Minuten, 20 Minuten. So nach 20 Minuten habe ich mich so einigermaßen an die Strecke gewöhnt, muss ich sagen. So, hier weiter raus, damit wir hier weiter rein können. Ja, ja, sehr schön. Ich frage mich, was die gelbe Lampe bedeutet, ob das wirklich die gelbe Flagge ist. Weil er zeigt sie ja auch da oben an. Jetzt kommen wir in ein Hütchenspiel. Ja, okay, auch weiter rechts anfahren. Ah, hier auch links außen anfahren, okay. Hütchen. Das Hütchen hat schon einer weggebraten. Ein schönes Hütchen. Ich finde, die könnten auch beim nächsten Mal einfach Hühnchen dahinlegen.
Hütchen. Ah, okay. Er sagt links, bis hier musst du fahren. Okay. Wir kriegen jetzt auch langsam hier Grip auf die Strecke. Okay, mir ist sehr warm. Ah, hier kann man weiter links raus zum Hütchen. So, hier auch Hütchen. Raus. Hütchen, ganz weit links. schön mit dem. Oh Gott. Schön mit dem Skandinavian Flick in die Kurve rein. Hier habe ich gedacht, kommt eine Linkskurve. Deswegen habe ich das jetzt hier so ein bisschen verkackt. Also, ich würde sagen, 5 Minuten fahren wir noch, dann reicht's für heute. Den hat Hütchen noch mitfahren. Oh. Ja, die war schon wesentlich besser. Oh, da hinten kommt schon wieder einer. Er soll mal schön da bleiben, wo er kommt. Deutlich schneller ist Ecke. Oh, ja. Böse geschnitten. Könnte sein, dass er noch in den Track Limits war, weil ich glaube, die linken Reifen waren noch auf den Curbs, aber. Die hat mir sehr gut gefallen. Die auch. Ja. Okay, da verschwindet er dann noch wieder im Rückspiegel. Thank you.
der hält echt krasser ein, als man erwartet. Ein bisschen weniger den Körper mitnehmen. Die gelbe, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was die gelbe Lampe heißt. Nicht, dass das irgendwie heißt, ich habe die Track Limits verletzt oder irgendwie sowas. Oh, wie der auf der Strecke sofort Grip kriegt. Grip kriegt. Ja, ja, ich muss ein bisschen mit den Track Limits und mit dem Schneiden aufpassen. Warum zeigt ihr mir immer in dieser Kurve ein gelbes Licht an? Oh, dieses Force Feedback ist sowas von brutal. Schön, haben wir nochmal einen vor uns. Können wir mal ein bisschen jagen. Langsamer schalten. Geil.
geil, wie er gleich zumacht. Okay, hier darf ich links nicht über die weiße Linie. Ah, auch die Session ist sowieso zu Ende. Oh, Freunde, das war ein bisschen geil. Komm, wir gucken mal ins Replay rein. Oh, hier Vollbild. Und dann gucken wir mal hier irgendwo hier so. Wir suchen uns eine Stelle, wo wir jemanden gejagt haben. Ja, das ist doch schön. Ey, das sieht so unglaublich krass aus. Genau so sieht es aus, wenn diese Autos unterwegs sind. Absolut geil. Komm, wir gucken uns hier mal noch den Battle mit dem Kollegen an. Ist das krass, ey. Weil ich weiß nicht, was diese Autos wiegen. Die wiegen irgendwie, keine Ahnung, 900 Kilo, 600 Kilo, also gefühlt. Und genau so hat sich das angefühlt. Boah, mit Licht sieht es noch geiler aus. Die Lackierung. Das war geil, das war richtig geil, Freunde. Hammer. Du siehst im Replay, was ist denn mit R-Faktor 2 los? Alter. Du siehst, guck doch mal wieder. Guckt euch, ey, können wir bitte noch mal sehen? Guckt mal bitte, wo der lang fährt. Der Gegner. Und guckt euch mal bitte an, wie die Reifen arbeiten, wie die platt sind und walken und so. Ey, guckt euch schon mal bitte an. Das ist mein Screenshot auf jeden Fall. Guckt euch doch mal bitte an. Guckt euch doch mal bitte an. Also nicht euch, sondern das. Unglaublich. Ich schwitze. Ich bin richtig nass geschwitzt jetzt. Guckt euch erstmal bitte an, wo der Gegner lang fährt. Pass auf, Achtung, links. Guck doch mal. Oh,
oh Gott, Alter, Alter. Freunde, Lecco mio in die Tasche, leck mich doch in die Tasche geschissen. Das war krass. Wäre jetzt natürlich geil, wenn ich ins Video hingucke und der Ton ist völlig für den Arsch. Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Achso, hier seht ihr übrigens nochmal, ich kann euch das hier nochmal kurz zeigen. Hier in welch, den gibt es halt hier in Brands Hatch 1000 Kilometer Variante. Du kannst hier die Lenkung einstellen, Soft, Hard und so weiter und so fort. Du kannst hier, also die haben dann, ich gehe mal davon aus, dass hier das verschiedene Lackierungen dann sind. Genau, die haben hier, hast quasi die Originallackierung, wenn ich das jetzt richtig verstehe, von den jeweiligen Rennen. Ja, und da ist hier einmal Brands Hatch, Daytona 24 Stunden, alles 1970. Lehmanns ist eine Familie aus Deutschland. Und wie gesagt, du kannst hier. Jetzt würde mich tatsächlich nochmal interessieren, ich weiß gar nicht, ob ich die Lenkung auf Soft oder Hard hatte. Ich glaube, ich hatte die Lenkung auf Hard. Wir können ja demnächst mal ein Rennen fahren. Ja, ja, genau. Ich hatte hier, das war meine Einstellung. Steering of Hard, Originalspiegel und Shifter-Style. Gated Shifter. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich kann an dieser Stelle, wie immer, nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Runde. Herr Lüppich am Steuer heute mit dem großartigen, dem R, dem Faktor, dem 2 und dem Porsche 917K in der Sebring 12-Stunden-Variante von 1970 auf der Sebring-Strecke. Natürlich nicht der von 1970, sondern der aktuellen. Ist ein super Workshop-Inhalt, kann ich nur empfehlen, wer mal Bock hat, richtig Spaß zu haben. Wie gesagt, Innenraum, ja, da gibt es bessere. Aber die Fahrphysik ist einfach nur geil. Ich denke, ich werde noch ein Video machen und dann werden wir den Hobel mal in einem kleinen Rennen fahren. Das werde ich dann noch nachreichen. Und ja, ich hatte auf jeden Fall mega Spaß. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Und ich halte an dieser Stelle wie immer meinen Schwanz ins Bild und sage liken, kommentieren, abonnieren. Und wer Bock hat von mir per Fax bei neuen Videos oder Livestreams benachrichtigt zu werden, drückt mir die Glocke unterm Video. Wer mich unterstützen will, Kanalmitgliedschaft, Spendenlink, Shop. Mir reicht es aber schon, wenn ihr die Videos liked und kommentiert und wenn ihr den Kanal abonniert, denn das ist wie bezahlen, nur für euch kostenlos. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich sage an dieser Stelle tschüss mit Üs, ciao mit Au, tschüss mit Io. Bis zum nächsten Mal, euer Lieblingssimulant, Herr Lüblich. Tschüss. Ciao.